Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 DLC Crown of the Old Iron King hier im Eisenkorridor. Und ich hab's glücklicherweise geschafft. Hat trotzdem ein Weilchen gedauert, aber ich bin jetzt an der Scheißstelle, wo ich hätte sein wollen. Und zwar hier. Seht ihr ja, das sind die anderen Gegner, aber die sind mir scheißegal. Und die dummen Arschlöcher dort oben ebenfalls. Hat wirklich noch ein bisschen gedauert, aber. So, da wir das jetzt haben, hoffe ich mal, dass ich jetzt die zwei hier oben erledigen kann, weil dann kann ich die anderen nämlich mit Pfeil und Bogen platt machen und dann können wir uns nämlich mal angucken, was hinter dem Nebel wartet. Bei andernfalls würde das nämlich wieder nicht klappen. So, mal gucken, wo komme ich denn jetzt... Ach, hier komme ich raus, guck, seht ihr das? Ha! Hier bin ich nämlich eigentlich perfekte Lage. Ganz gern, denn... Ja, ich weiß schon. Bin ich viel langsamer. Ist aber nicht so schlimm. Warte mal, jetzt muss ich mich dummerweise damit heilen. Eigentlich gefällt mir das überhaupt nicht. So, jetzt warte ich ein bisschen. Ja, dann war nämlich der Typ ja auch Geschichte. Ist im Grunde wie eine Art Geist, wenn man so will. Schwert backt lustig in der Wand rum und so. Der Typ ist zwar noch da, aber... Habt ihr das gerade gesehen? Das ist doch Betrug, ey. Aber trotzdem, die Typen sind mir schutzlos ausgeliefert, weil die können nichts machen. Ihr seid nun mal nur Nahkampf. Du hier, na gut, du bist ein bisschen... Der ist ein bisschen gefährlicher, ja gut, aber... Ansonsten geht... Da hinten ist kein Aufstieg, ne? Ich dachte gerade schon, oh fuck. Wenn der Typ jetzt auch noch hochgekommen wäre, dann hätte ich wieder... ordentlich eh aufs Maul gekriegt, obwohl geht eigentlich, wenn man es richtig macht, ist es im Nahkampf gegen die jetzt nicht so schlimm. Aber ich muss mindestens einen töten, ich töte natürlich beide. Weil diese dummen Priester-Dudes da nerven schon. Komm, jetzt sei doch mal, ja, endlich vergiftet. Hallo, bleibst du mal stehen, ey? Ja, kannst du gern machen. Das bringt nur rein gar nichts. Okay, er kann sich heilen, aber nicht den anderen. Oh Mann, das ist so ausdauernd, was wir hier machen müssen. Nervt mich ja ehrlich gesagt ein bisschen. Okay, da kann die Typen heilen. Oh, sei verflucht, ey. Sei verflucht, du. Also wer hier einen Abfuck nicht erlebt. Bei dem weiß ich nicht. Was macht denn der? Hallo? Ich weiß auch nicht, was ich großartig dazu sagen soll, außer halt, dass es mich nervt. Weil das ist ein ganz schreckliches Gebiet. Normalerweise wäre mir so ein Gebiet eigentlich... Hehe. Vollkommen Rille, aber... Erstens gehört es ja dazu und zweitens... Seelen. Die Seelen, die locken dann schon immer ganz schön. Und so wie ich From Software kenne, weiß ich, dass diese zwei Typen vermutlich Gegner sind, die auch ständig respawnen. Mein Gott, ey. Los, komm, sei vergiftet. Und stirb bitte. Bin die ganze Zeit hier nur am Rumballern. Fünf Pfeile. Fünf beschissene Pfeile brauchen die Typen immer, bis sie vergiftet sind. Triff's doch eh nicht.
Jetzt stirb, bitte stirb, Mann. Ich halte das nicht aus. Ich halte das wirklich hier nicht aus, weil das ist einfach krank. Die Typen casten permanent, ey. Das ist doch einfach schrecklich. Warum schießt denn der immer nach oben? Ich verstehe nicht, was du da hinschießt. Ich verstehe nicht, wo die Typen hinschießen. Und ehrlich gesagt, ja, also ich reg mich jetzt nicht unnötig drüber auf, aber das Gebiet macht mich wirklich schon ein bisschen aggressiv, weil es im Grunde schon so eine Art Zwang ist, weißt du? Man wird in die Rolle hier reingezwungen. Man wird reingezwungen, dass man unten lang gehen muss, weil man sonst die Typen hier nicht töten kann. Und wenn man diese Typen nicht tötet, kann man... Okay, jetzt ist er tot. Nein, er heilt sich schon wieder. Musst du dich denn immer heilen, du Wichser? Ja, ist mir scheißegal. Jetzt komm, triff den. Ja, endlich einer. Nein. Endlich, einer von den Typen ist tot, Mann. Da wird es jetzt ein bisschen leichter, aber auch nur ein bisschen. Kann man trotzdem drauf... Ja, ach, vergiss. Toll. Ja. Ja, er stand außer Reichweite. Nein! Mir scheißegal. Einer ist tot. So, wenn ich jetzt den noch töten könnte, dann könnte ich auch runtergehen und den anderen im Nahkampf platt machen, aber... Im... Also... Jetzt vor allem verlangsamt werde ich wohl kaum gegen den kämpfen. Triffst mich eh nicht. So, friss Feuerpfeile, friss Feuerpfeile. Sonst krieg ich hier noch einen Klaps. Oh ja. Dann schießt er wieder sonst wohin. Ja, komm. Ich verstehe nicht, wo die immer hinschießen, also... So, Moment. Moment, jetzt... Bleib doch mal stehen, Mann. Wo der jetzt hinschießt. Oh, er heilt ein bisschen, ist mir aber scheißegal. Denn ich bin schneller als du. Ja. Das ist schlichtweg Betrug, also mal ehrlich. Ich hab's tatsächlich geschafft. Ist mir scheißegal, was der jetzt gerade mit mir macht. Ach Gott. Schon schlimm genug, dass die Situation hier so beschissen ist. Wenn man dann noch gestört wird, wird's noch beschissener. Ja, ist mir scheißegal, du kannst mich nicht besiegen, du Trottel. Kannst so viel Magie hier und... Backstep. To the death. Oh
Was hat Into the Death? So, das war's. So, getrocknete Wurzel. Ach, wie toll. Wegen noch. Warte mal, der hat noch was fallen lassen. Komm ich da. Natürlich komme ich da nicht hoch. So. Hier ist auf jeden Fall ein Boss und den schauen wir uns doch jetzt gleich mal an. Warte mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, Zeit ist gut. Hab zwar lang genug hier gebraucht. Und deshalb hoffe ich, dass der Boss jetzt beim ersten Mal klappt. Damit ich hier nämlich nicht mehr herkommen muss. Vor allem kann ich jemanden hier beschwören. Nein, sieht nicht danach aus. Na egal. So, bitte ein so ein Dings ploppen. 8 Stück habe ich noch übrig. Ich bleibe mal bei der Rüstung hier. Wie gesagt, ich scheiße auf mehr Seelen in dem Fall, weil ich bin froh, dass ich erstmal hier hingekommen bin. Und vielleicht schaffe ich es ja am Ende, den Kleidung und Klamotten noch zu wechseln. Aber jetzt brauche ich erstmal mehr Defensive. Schmelzer-Dämon. Okay. Okay, das verwundert mich jetzt. Aber der sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Frage ist, was ist? Das Dumme ist nur, ich habe hier keine Lukatil, die ich rufen kann. Und der sieht. Ne, warte mal, Kopf ist anders. Gott. Okay, ich bin ein Trottel. Oh mein Gott, so einfach hätte ich da ausweichen können. So leicht, das war doch so. Mann, ich bin so. Ich bin so blöd, ey. Also, den seinen Angriffen auszuweichen, ist nun wirklich nicht schwer. Toll, also sag mir jetzt nicht, dass die ganzen Gegner dort sind. Wenn die ganzen Gegner jetzt dafür dort sind, dann ist es vorbei mit meiner Geduld. Vor allem muss ich erstmal wieder hinkommen. Das ist ja das Beschissene. So, Moment. Ersten Weg habe ich geschafft. Gucken, ob es jetzt nochmal klappt. So, der Typ dürfte eh bald nicht mehr da sein. Den habe ich schon ziemlich oft jetzt umgebracht. Und auch wenn ich extrem langsam war, du stirbst trotzdem. So, ein so ein Ding ploppen. Okay. Jetzt die hier. Ach ja, genau, stimmt, ganz vergessen. Wo ich gerade die sehe, muss ich ja noch was zeigen. Was ich vor uns gerade auf dem Weg hierhin noch bekommen habe. Und zwar hatte ich nämlich bei der hier ziemliches Glück und habe ihre Maske bekommen. Ist im Grunde nichts Besonderes, sieht nur ganz eigentlich echt cool aus, aber mehr auch nicht. Es gibt bessere Objekte. So, jetzt schwierigste Herausforderung von allen. Beilaufen. Ja, ich dachte schon jetzt. Gut, der letzte hat mich jetzt zwar noch getroffen. Trinken wir mal ein rotes Wasser. Und ich fülle das genug auf. Ich dachte gerade wirklich. Nein, natürlich nicht. So, hier ist der Arsch wieder. Dann zum Walk of Peace. Du kannst es gern machen. Bumm. Jetzt bloß weg hier. Ist erstaunlich. Wenn ich meine andere Rüstung anhatte, konnte ich immer noch. Ja, das. Kannst du nicht mal zielen, ey. Und wenn ich meine andere Rüstung nämlich. Ja, Unterteil, das brauche ich alles nicht. Wenn ich meine andere Rüstung anhatte, dann konnte ich immer noch schnell rollen. Jetzt in dem Fall konnte ich nicht mal mehr das. Die Gegner sind alle wieder da. Die sind alle. Fucking nochmal wieder da. Okay, dann würde ich sagen. Mal kurz gucken, der kommt nicht. Okay, dann würde ich sagen, beende ich den oder unterbreche den Part hier an dieser Stelle mal und wir sehen uns wieder, wenn ich die alle wieder getötet habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Es hat ein Weilchen gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange. Eine halbe Stunde vielleicht. Es hat mich jedenfalls angekotzt und. Schmelzerhammer. Denn den hat dieser eine Rote hier gedroppt und wie ich schon gesagt habe, From Software sind richtige Arschlöcher. Natürlich kommen die ganzen Phantome hier immer wieder, auch die Roten. Ich meine, ist vielleicht im. Ich denke mal, also ich schätze mal, die Roten sind hier im ersten. Also wenn man jetzt New Game spielen würde, nicht da, aber. Ist nur so eine Vermutung, ich weiß es ja nicht, aber.
Ich denke mal schon. So, aber was wollte ich? Schmelzerhammer. Eine neue Waffe, die wir hier unten irgendwo finden können. Und zwar hier. Schmelzerhammer. Um Gottes Willen, braucht Stärke 70. Aber skaliert, hat sogar, also skaliert nicht mit Beweglichkeit, skaliert mit Stärke auf C. Hat braucht aber auch 6 Geschicklichkeit, also so ist es nicht. Um Gottes Willen. Schmelzerhammer. Diese Waffe wird von den Eisenkriegern aus dem Nebelturm getragen. Offenbar war sie einst eine Axt, aber in diesem furchtbaren, zerschmolzenen Zustand ist sie kaum mehr als ein großer Klumpen, der Feinde allein aufgrund seines schieren Gewichts erschlägt. Ja. Allein schon, ich meine, so eine Waffe gab es noch nie. Stärke 70, hallo? Meistens waren. Ich erinnere nur noch an Dark Souls 1, Smaug's Hammer, der hatte 58 Stärke und das war schon richtig viel, aber der hat 70? Pff. Also die einhändig zu führen, das ist schon ganz schön crank. Beidhändig kein Problem, aber einhändig. Moment mal. Scheißdreck, ey. Da noch irgendeine Verzauberung oder sowas drauf hast, kann das ganz schön stark werden. Auf jeden Fall ist es eine Waffe, also es ist wahrscheinlich bisher jetzt erstmal die einzige Waffe im Spiel, die man nicht dual-wielden kann, weil man gar nicht, selbst wenn man jetzt Stärke 99 hat, schafft es nicht. Weil da bräuchtest du nämlich die 70 mal 1,5. Kommst du auf 105 und daher klappt das nicht. Ja, egal, so, jetzt sind wir beim Schmelzer. Den mache ich doch jetzt mal platt, denn vor uns, das war wirklich armselig von mir. Wie gesagt, der ist nicht so stark, der Schmelzer. Aber der sieht ein bisschen anders. Obwohl, doch, der sieht ein bisschen anders aus. Ist seine Hörner so nämlich. Okay, also der kann genau das gleiche. Wie blöd von mir. Genau das gleiche Angriffsmuster wie der normale Schmelzer. Nein, was mache ich denn? Och Mann. Ich gehe wieder drauf, ich sehe es kommen. Ich bin nur gerade wegen. Okay. Dieser Schmelzer geht. Erstens, die blaue Flamme finde ich geil. Zweitens geht ja viel schneller Rampage als sein roter Kollege. Und ich dachte bei dem normalen Schmelzer, den wir aus dem Eisenschloss kennen, den seine Hörner sind auch nicht so lang. Da zieht seine Flamme zieht natürlich auch schön ab. Erstmal bis zu dem. Nee, hatte gleiches Theme wieder normalerweise. War mir nämlich erst nicht sicher. Heilen. Na, herzlichen Dank auch. Um Gottes Willen. Ja. Ein Fehler. Okay. Es sieht wohl wieder so aus, als ob ich ihn wieder bis dorthin erstmal spielen müsste. Jo, wir sehen uns gleich dort wieder. Und da bin ich wieder zurück. Vom Boss. Hat mal wieder ein Weilchen gedauert, aber diesmal ging es schneller übrigens. Manchmal hat es einfach immer nur was mit Glück zu tun. Ich bin froh, wenn. Also, falls ich es nicht schaffen sollte, bin ich froh, wenn die Typen hier irgendwann nicht mehr spawnen, weil es nervt einfach. Und sonst. Ach ja, genau. Diese Kolosse hier, die können auch noch was anderes droppen, denn jetzt gerade hätte ich nämlich Glück, da haben. Oder. Glück, doch, ist Glück. Da haben nämlich beide mir einen. Haben mir beide eine Titanitscholle gegeben. Das nur mal so nebenbei. So, jetzt Schmelzer zum dritten. Hier ist der Beweis dafür, dass ich auf meinem Weg hier nicht gestorben bin. Ich gebe viel zu viel Ausdauer aus, wenn ich das so sehe. Nee, ich war mir nämlich am Anfang nicht sicher, ob. Jetzt macht das. Nee, doch nicht.
komm, was soll das denn? Um Gottes Willen, was war das denn schon wieder? Wie gesagt, ich nehme es zurück. Dieser Schmelzer ist viel schlimmer als der andere, als der rote. Der blaue Schmelzer ist noch beschissener. Das habe ich noch mal ganz gut erwischt. Okay. Nicht wundern, manchmal leicht komisch anhören sollte, das liegt vermutlich daran, weil ich was im Mund habe. Weil nämlich, nachdem ich hier mir den Weg wieder freigekämpft hatte, war ich erstmal ein bisschen Depri, aber ich denke mal, das ist verständlich. Und da habe ich mir nämlich erstmal, oder wie sagt man, erstmal was gegessen. Und jetzt lutsche ich gerade noch so ein Bonbon. Aber zu sehr mitkriegen dürfte man es eigentlich auch nicht. Ja, ich weiß schon. In dem Verhältnis. Aber nur, falls sie es manchmal so komisch anhört. Es liegt an dem Bonbon. So. Ich weiß auch nicht. Bei dem normalen Schmelzer kann man es eigentlich ganz gut abschätzen, wenn er hier seine... wenn er seine magische Wucht machen will, aber bei dem hier ist das irgendwie immer so ein bisschen... bisschen random. Oh, weg. Ich weggerannt bin. Das war gut, dass ich weggerannt bin. Oh. Nee, der Kampf da ist. Ach nein. Ich bin gerade gerollt, ey. Schön. Ich habe schon mal nichts mehr zu heilen. Aber haben auch schon zur Hälfte geschwächt. So. Oh, um Gottes Willen. Ich habe irgendwie das Gefühl, oh weh, dieser Schmelzer hat so ein bisschen mehr Probleme mit Magie. Weil guck mal, Magie hat mehr abgezogen als das andere. Hier habe ich irgendwie immer ein bisschen Schiss. Und es war auch gut, dass ich Schiss hatte. Okay, fast 75% dem Jungen abgezogen. Der Part wird dadurch zwar ein bisschen länger, aber das ist nicht so schlimm, denn solange ich den Boss besiege. Oh weh, das ist schlecht. Solange ich den Boss besiege, kann ich es damit rechtfertigen. Wie witzig. Nee, gut, das war ein Schuss in den Ofen. Ah, das ist auch um einiges komplizierter als wie der letzte DLC. Naja, gut, wie dem auch sei, ist nicht so schlimm. Ich beende den Part hier und das nächste Mal sehen wir uns genau wieder vorm Bossraum. Und da geht's dann weiter. Und da werde ich ihn hoffentlich auf jeden Fall besiegen. Also, wenn es euch gefallen hat,
Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen. Würde mich wirklich sehr freuen und würde mir auch ein bisschen Trost schenken. Diesen schweren Stunden. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Tschüss, bis dann.